Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 3. Jo, wir haben im letzten Part den Anschlag auf den Rat vereitelt. Es sind noch jede Menge C-Sec-Polizisten hier, die es ordentlich erwischt hat und naja. Wir haben Fame verloren. Er hat es leider nicht geschafft. Dafür haben wir Udina umgenietet. Gerade als er angefangen hat, sympathischer zu werden. Willkommen bei Sirta. Danke, dass Sie bei uns eingekauft haben. Weil er sich halt auch dafür einsetzt, dass was weitergeht. Nur leider ist er. Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Nur leider ist er mit den Falschen. Einen Moment bitte. Ins Bett gestiegen, sozusagen. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ich habe alle erforderlichen Formulare ausgefüllt. Jede Schikane. Ich weiß nicht, was. Hoppla. Sorry, Bailey. Ashley ist noch immer nicht da. Komisch, jetzt wo es Inspektor ist. Eigentlich waren es wir, aber hey. Spectre-Status erkannt. Einen Moment bitte. Ankunft in Andockbucht D24. Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten, Private, und werde Sie informieren, bevor der Trupp eintrifft. Die Allianz schickt uns zu einer Insierung. Und es gab auf Garbuch mit Sicherheit proteanische Tests. Tja, ich weiß nicht, wie aha. I see. Shepard, was soll ich sagen? Ich gehe es in meinem Kopf immer wieder durch, damit es Sinn ergibt. Ihre Wunden waren noch frisch. Wie sind Sie eigentlich bei Udina gelandet? Sie haben mich im Krankenhaus gesehen. Ich hatte das Gefühl, alle im Stich zu lassen. Als Udina mir den Spectre-Status angeboten hat, dachte ich, ich könnte etwas gut machen. Ich könnte auch nicht untätig bleiben. Aber am Schluss war es eine Riesensauerei. Nein, sie hat immerhin auf den Rat aufgepasst. Ich wollte sie nicht in diese Lage bringen. Wir sind auf derselben Seite. Wie konnte es nur dazu kommen? Tja. Wir hätten uns fast... Schon okay, Ash. Es ist geklärt. Wir haben Udina aufgehalten und das Ganze überlebt. Nur das zählt. Es ist unfassbar, dass er hinter allem steckte. War er indoktriniert? Schwer zu sagen. Nein, das glaube ich nicht. Wie bekämpft man etwas, das sich so in den Kopf einschleichen kann? Ich weiß nicht. Aber wir haben keine Wahl. Darüber wollte ich mit Ihnen reden. Hackett will mich in seinem Team. Das ehrt mich, aber ich würde die Sache lieber auf der Normandy zu Ende bringen. Na dann. Erlaubnis erteilt. Ohne Sie ginge es sowieso nicht. Ich hole meine Sachen. Und Ash? Ja? Schön, dass Sie wieder da sind. Jawohl, Sir. Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Ich habe ihn gerade informiert. Udina? Er war schon immer machthungrig. Aber das... Cerberus hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Shepard hat den Mordversuch an Ratsherrin Eschiel verhindert. Kai Lang. Was? Ihr Attentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung, Vorsicht. Okay. Sie beide kennen sich wohl. Jenny Sanders und ich sind ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe ihm in beide Beine geschossen und dachte, das war's. Aber er ist auf Omega noch stärker wieder aufgetaucht.
Eine Aktion des Unbekannten? Vermutlich, wenn man bedenkt, was er mit Ihnen und Grayson gemacht hat. Lang ist jetzt bestimmt noch gefährlicher. Gegen diese Mistkerle nutze ich jeden Vorteil. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratserin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den Tiegel. Lang hat sie verängstigt. Schicken Sie Hilfe? Ja, sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Wie sind die Fortschritte beim Tiegel? Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran getan ist. So schnell? Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Information problemlos übersetzen können. Es ist nicht Proteaner-spezifisch. Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Unsere Wissenschaftler sind sich aber einig, dass der korrekte Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form die Energie freigesetzt wird. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit draufgehen? Genau. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass sie nur die Reaper trifft. Ich arbeite dran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter. Und wir kämpfen weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Vertrauen Sie mir. Ich lasse Sie nicht im Stich. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Viel Glück Ihnen beiden. Anderson Ende. Commander, die Torianische Flotte ist ausgedünnt. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer sind gesprächsbereit. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Aber Vorsicht. Die Lage entlang der Geth-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Das wird noch hochinteressant. Shepard, haben Sie mal kurz Zeit? Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Kommen die damit nicht klar? Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt, aber keiner davon ist zurückgekommen. Oh nein. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Die Koordinaten der Kolonie sind auf der Galaxiekarte. Ich bemühe mich um Details. Citadel Verteidigungsstreit macht. Asari Wissenschaftsteam und 2. und 6. Flotte. Was ist das? Achso, das ist allgemein. Schaut die alle so aus, die Asari-Schiffe. Das sind die Turianischen und das sind unsere. Salarianer. Eine STG-Einsatzgruppe. Auch gut. Und die 6. Flotte der Turianer. Naja, unsere Power wird immer mehr. Und wir haben wohl schon genug, um die Reaper zu vernichten. Diese verdammten Cerberus Mistkerle. Und Odina auch, dieser Sohn. Ja, und damit hat sich das erledigt. Commander, ich habe da eine Spur, die interessant sein könnte. Hätten Sie mal... Commander, ich habe da was, das Sie sehen müssen. Was denn? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben sie erkannt, dass sie auf der falschen Seite standen. Wir wissen nicht, was sie erforscht haben, aber sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tiegels helfen. Okay. Vielleicht können wir sie rekrutieren. Viele Cerberus-Leute glauben, sie tun das Richtige. Bei mir war es so. Und sie hatten recht. Das war ja auch so. Welche Verbrechen Cerberus jetzt auch begeht. Ich war beim Angriff der Kollektoren auf Horizon. Wirklich? Ja. Ich habe in den Semesterferien meine Familie besucht. Während die Allianz Studien erstellte, haben sie meine Familie gerettet. Hat die Allianz Kontakt mit den Wissenschaftlern aufgenommen? Sie konnte sie nicht finden, sucht aber weiter. Genau wie Cerberus. Ich habe ihre Kommunikation nachverfolgt. Ich habe die Signalfrequenzen mehrerer Cerberus-Zellen geortet und Querverweise mit Schiffsbewegungen erstellt. Und sie gefunden? Ja, ich glaube schon. Gute Arbeit. Auf die Karte damit, ich sehe es mir an. Schon erledigt, Commander. Danke. Oh Mann, Kai Langs Dossier. Okay, das sind die Informationen. Kai Lang, Allianz Militär.
mit 16, mit gefälschten Papieren. Patrouille und Aufklärung, Patrouille und Aufklärung. Wer weiß, weil er totenfeindlichen Offizier Medaille abgenommen hatte. Angesichts bisher tadelloser Führung, aber nur leichte Bestrafung. Angriff auf Ention empfohlen für Tapagas-Medaille. Aufnahme in das interplanetare Kampftraining. Ehrenhafte Entlassung und Gefängnisstrafe nach Anklage wegen Mordes mit Vorsatz. Hat auch nicht lange gehalten. Innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren. Was du läschst, Maulwurf? Botschafter. Okay. Neuer Artikel über Cerberus. Das hat aber nicht wirklich was mit Cerberus zu tun, aber okay. Jack! Okay. Müssen wir noch mal auf die Citadel runter. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Da ist noch ein bisschen Zerstörung. Hören Sie, ich habe mir etwas mit. Und nein, es ist mein Konto auf. Ihr Konto hilft, die Verteidigung der Citadel zu finanzieren. Haben Sie Parlament gesehen? Oder die Erde? Sie können diesem Krieg nicht entfliehen. Und hier haben Sie wenigstens den Rat, der für Sie kämpft. Aber für diesen Kampf wird Geld benötigt. Geld, das diese Bank dem Rat mit Konten wie dem ihren leiht. Okay. Ich löse das. Willkommen bei Canella Export. Gelassenheit zu kultivieren ist auch in Krisenzeiten möglich. Danke, dass Sie bei Canella Export eingekauft haben. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Bitte besuchen Sie die Filialen von Elkos Combine. Da die Frage, wo ist das? Und wer ist Seller? Mal schauen. Haben wir wohl doch noch ein bisschen was hier zu tun, wieder durchschauen. Unfassbar, wie viel Mühe sich die Ärzte geben, um dieses Terroristenschwein am Leben. Autoaufnahme ein. Tatort so, was lebt du Dina noch, oder was? Verdammt! Ein paar Stunden länger graben und wir hätten den Obelisken von Kasa gehabt. Ich weiß, dass der Hades Nexus gesperrt ist. Ich bin ja kein Idiot. Aber verdammt nochmal, die Allianz braucht das Ding jetzt. Okay. Hades. Der Obelisk von Kersa soll Übersetzungen der proteanischen Sprache enthalten.
Quasi ein Sprachlernprogramm für Proteanisch. Bedenken Sie doch, wie viel mehr wir damit verstehen würden. Komm, sag's nochmal. Komm schon. Talk to me. Seller. Man sollte aber hier sein. Das ist da oben. Verdammt. Noch eine Cerberus-Falle? Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. Eva-Brechen soll sich damit beschäftigen. Vielleicht finden wir damit sogar die kleinen Geschenke, die Cerberus... Ich verstehe. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Wir müssen das Gesetz durchsetzen. So wie immer. Sonst geht alles vor die Hunde. Sehen Sie sich mal Pelleran an, mein Freund. Wir sind in der Hölle. Wir sollten nach Terroristen suchen. Der Rest kann sich um sich selber kümmern. So wie die Schlägereien, die Betrunkenen und die Randalierer da unten bei diesen Purgatory-Laden? Wenn wir uns darum kümmern, gewinnen wir dann den Krieg? Die Leute müssen jetzt ein wenig Dampf ablassen. Und wenn Vergehen nicht mehr geahndet werden, was hilft das dem Krieg? Je weniger Zeit mit Kleinigkeiten vertrödelt wird, desto mehr Geld hat die Citadel für die Verteidigung. Jeder auf der Citadel weiß mittlerweile, dass wir im Krieg sind. Sie müssen allen zeigen, dass C-Sicherheit nach wie vor am Ruder sitzt. Dieses Sicherheitsgefühl ist wichtig. Der Commander hat recht. Die Leute müssen jeden Tag zur Arbeit erscheinen. Wir müssen den Betrieb am Laufen halten. Ansonsten wird aus der heutigen Barschlägerei morgen ein Straßenaufstand. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber im Moment kommt mir das alles... Commander Shepard, haben Sie kurz Zeit? Kann ich Ihnen helfen? Jordan Knowles, E-Verbrechen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Ein Saboteur hackt wichtige Systeme. Energie, Kommunikation. Es ist schlimm. Falls Sie Zeit haben zu helfen, überprüfen Sie bitte diese Konsole. Ich hab's. Sieht aus wie eine Sammlung von Zugangscodes. Es sind batterianische Diplomatencodes aus der Zeit, als Sie noch eine Botschaft auf der Citadel hatten. Falls Sie sie mit Ihrem Spectre-Zugang finden, kann ich sie deaktivieren. Ich kann im Spectre-Büro in der Botschaft auf gesperrte Informationen zugreifen. Wenn ich was finde, gebe ich Ihnen Bescheid. Okay. Interesting. Haben wir doch so einiges zu tun. Die Leute haben ein Recht auf Selbstverteidigung. Wenn sie jedem auf der Citadel Waffen verkaufen, legt C-Sicherheit den ganzen Laden lahm. C-Sicherheit konnte uns nicht beschützen, als Cerberus angegriffen hat. Ich werde sie dafür verklagen. Sie glauben, ein Gericht würde wollen, dass ausgerechnet jetzt mehr Leute mit Waffen herumlaufen? Dann gehe ich eben in die Bezirke und verkaufe in einem Hinterzimmer im Purgatory. Die Leute sind verängstigt genug. Wenn sie die Waffengesetze brechen, sind sie immer noch verängstigt, aber dann auch noch schießwütig. Mhm. Würde ein Haufen Zivilisten, der auf alles ballert, was sich bewegt, die Citadel sicherer machen? Der Commander hat recht. Vielleicht sollte der Rat eine zivile Miliz mit ordentlicher Ausbildung aufstellen. Sonst geraten sie nur in Panik und gehen am Ende doch selbst drauf. Ich. Willkommen bei Agor Munition. Ich weiß, aber C-Sicherheit in Frage zu stellen. Achten Sie beim Kauf von Schutzausrüstung mit. Willkommen bei Sippertin Waffen. Mhm. Okay. Das wäre immerhin. Das nehmen wir mal. Alle Produkte von Sippertin Waffen haben eine lebenslange Garantie auf Schussleistung. Einzelheiten finden Sie auf unserer Extranet-Seite. Danke, dass Sie bei Sippertin Waffen eingekauft haben. Haben wir alles hier? Liara. Oh. Liara ist hier im Marktplatz, oder was? Oder ist sie da, wo sie immer sind? Arbeitet. Sicherheitsvideos wollen, bringen Sie mir einen Gerichtsbeschluss. Sie behindern meine Arbeit. Diese Videos könnten entscheidend für den Kriegsverlauf sein. Ich bezweifle, dass die Agenten der Reaper ihre Geschäfte in meinem Café abwickeln.
Wir wollen sie doch nur beschützen. Und sie leisten dabei großartige Arbeit. Sehen Sie die Brandflecke? Genau da hat Cerberus eine meiner Bedienungen getötet. Und wo waren Sie? Wir sind im Krieg. Wenn Ihnen die Sicherheit der Citadel etwas bedeutet, dann helfen Sie C-Sicherheit, wann immer Sie können. Danke, Commander. Ich habe einige hochstehende Gäste. Wenn herauskommt, dass ich Sie an C-Sicherheit verpfeife. Glauben Sie wirklich, mich interessieren im Moment Insidergeschäfte oder Elektronikschmuggel? Ich bin hinter den Dreckskerlen her, die Citadel angegriffen haben. Sonst nichts. Darauf gebe ich Ihnen meine Hand. Langsam seine Schmuggler. Aber Yara ist hier nirgends zu finden, irgendwie. Muss ja irgendwo da drüben sein. Ah, da ist sie. Hallo, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Sie steht nur hier, um was da drüben qualmt noch immer. Okay. Schön, dann halt nicht. Musst ihr nicht mit mir reden. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast. Damit sollten wir wenn jetzt er ein Terrorist ist, sollte man Status erkannt. Wählen Sie bitte einen Moment. Nochmal alles durchschauen, ha? Ankunft in der Bezirksebene. Gut, aber hier schauen wir dann im nächsten Part weiter, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.